Liebe Hörer, an dieser Stelle ein kleiner Hinweis. Leider hat aufgrund eines technischen Problems die Aufnahme nicht astrein funktioniert. Wir bitten, die Tonstörungen in der folgenden Sendung daher zu entschuldigen. Sie hören eine Produktion des Podcast-Imperiums. Montagabend hier im Livestream von Nerdizismus bei den Track Nerds. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, wie immer, mein geschätzter Kollege, der Nerdizist Michael. Ich grüße dich. Hallihallo. Na, wie ist es denn? Du bist ja wieder ein bisschen vermehrt im Homeoffice, habe ich gehört. Bin ich? Woher hast du das gehört? Ja, dachte ich, oder habe ich dich da missverstanden? Nee, ja? Also die letzten zwei Wochen ja, weil Kita-Ferien waren. Mhm. Aber jetzt fahre ich morgens wieder zur Arbeit. Also es fühlt sich wie Homeoffice an, weil keiner da ist. Also, so. Ja, du siehst, ich habe mich wieder in Schale geworfen, ja, habe wieder meine Commander-Uniform rausgeholt und das heißt natürlich, wir werden heute über Star Trek reden, ganz besonders über Star Trek Discovery, Folge 3. Und Folge 4. Für alle die, die wahrscheinlich zum ersten Mal da sind, ich glaube nicht, dass irgendjemand zum ersten Mal da ist, ganz schnell, wo hätte man denn rechtzeitig über diesen Stream Bescheid wissen können? Achso, ich bin dran, ja, klar. Wo ja, ja. Ich war jetzt schon so wieder abgelenkt. Gut, ich fange einfach mal an. Wo hätte man über diesen Stream hören können? Wo hätte man über diesen Stream lesen können, besser gesagt? Da, wo auch Trump immer gerne unterwegs ist, zum einen Twitter, und zum anderen, da wo Trump immer gehuldigt wird, und zwar auf Facebook. Da findet ihr meist unsere Livestreams und wer dann nicht direkt unsere Links zu Facebook oder Twitter auffinden möchte oder finden kann, der geht einfach auf nerdizismus.de, denn da findet ihr alles Wichtige und die hier im Livestream das sehen können, hier, irgendwo überall unsere ganzen Adressen sehen. Und ja, wer uns sonst noch begleiten möchte, kann das tun, indem er uns einfach eine E-Mail schreibt an info@nerdizismus.de oder eine WhatsApp an die +491 525 964 7709. Ja, und man muss sagen, das Feedback war wie immer eigentlich bei Star Trek Discovery bzw. Picard. Ja, phänomenal. Also es WhatsApp ist übergequillt, die Kommentarspalten über alle Social-Media-Kanäle sind sogar unter die YouTube-Geschichten wurde ein bisschen was geschrieben und dachte mir, ich greife mir einfach mal so ein paar Feedback-Geschichten raus, bevor wir dann in meinen Recap gehen. Benjamin schreibt, hallo zusammen, ich höre gerade eure aktuelle Folge zu den ersten beiden neuen Folgen Discovery. Nach einem halben Jahr Pause, Lower Decks hat er ausgesetzt, ist es erfrischend, wieder eure Herangehensweise an neue Folgen zu hören. Aber mal zur Sache. Chris fragt an einer Stelle, ob es glaubwürdig ist, dass die da immer noch alle auf Dilithium angewiesen sind und immer noch keine Möglichkeit zur Rekristallisierung haben. Er weist dann im Folgenden darauf hin, dass ja der Book auf seinen Rekristallisator hingewiesen hat, der kaputt war. Und es gibt natürlich noch Alternativen, nämlich den Quanten-Slipstream-Antrieb aus Voyager, das Tachyon-Segel aus DS9 und natürlich theoretisch noch Trilithium, aber das kennen wir ja bisher nur als Sprengstoff. Ja, also es gibt natürlich andere Antriebe, aber die Romulaner fliegen ja ganz anders mit so Quanten, dunkler Materie, Gedöns, habe ich jetzt gerade vergessen. Es ist halt einfach, ja, okay. Weiter schreibt er noch zwei andere Dinge in der Folge. Chris zeigte sich in seinem Recap irritiert darüber, dass Tilly so schnell weiß, dass Dilithium sehr wertvoll ist und Sarah so schnell weiß, dass Saru und Tilly Zeitreisende sind. Tilly hat bei ihrem Scan herausgefunden, dass es bei der Siedlung zwar warpfähige Schiffe gibt, aber kein Dilithium gefunden. Also hat sie den Wert von Dilithium geschlussfolgert und einen Schuss ins Blaue gewagt. Okay, kann man so sehen, aber auch dann wieder Show, don't tell.
Sarah hat auch 1:1 zusammengezählt. Er hat die anormalen Werte durch das Wurmloch mitbekommen und dann gesehen, dass die Crew der Discovery nicht in der Lage ist, ohne Hilfe ein Schiff zu reparieren. In dieser Zeit wahrscheinlich völlig trivial. Denn das Gerät, das Cal verwendet, scheint ja für viele nicht mehr als ein, sagen wir mal, Schraubenzieher zu sein. Übrigens, es heißt Schraubendreher, nur so mal. Okay, ist aber halt auch viel rein interpretiert, ne? Wie ich gerade eben gesagt habe, show, don't tell. Ansonsten ist der Auftakt bisher für mich sehr schön. Ich hoffe, die halten das diesmal über die Staffel durch. Und da es keinen Wechsel des Showrunners mittendrin gab, sind die Chancen zumindest besser. Ich freue mich auf eure weiteren Meinungen zu den nächsten Folgen. Viele Grüße, Benjamin. Ja, vielen Dank, Benjamin, dafür. Ja, ich habe auch noch Feedback, weil zum Beispiel der Tam, unser guter Raphael, der uns ja die schönen Buzzer gebaut hat, hatte auch Redebedarf und hat auch zum Beispiel auf die Soliton-Welle hingewiesen. War das ein alternativer Antrieb, der er forscht? Ach so, wurde? Okay. Ah, okay. Gut, dann schreibt der Christian auch via WhatsApp. Hallo ihr Lieben, als Nerd der ersten Stunde bin ich, Schande über mein Haupt, erst jetzt auf euren Podcast gestoßen. Und was soll ich sagen? Ich bin begeistert. Ja, vielen Dank, lieber Christian. Ja, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Endlich mal jemand, der Discovery und Picard bei den Eiern packt und sagt, wie es wirklich ist. Ich musste beim Recap der aktuellen Disco-Folge mehr als einmal schmunzeln, als das Ganze zerpflückt wurde. Ich bin mit Discovery nach 2 Staffeln bis jetzt noch nicht warm geworden, aber immerhin kann es nicht schlimmer werden als Picard. Oder vielleicht doch? Wir werden sehen, was die weit entfernte Zukunft für uns parat hält. Manchmal denke ich mir, dass sich die Autoren der Serien vielleicht einfach mal die Star Trek Bücher vornehmen sollen. In denen gibt es genug Stories, die einfach nur großartig sind und eingefleischte Fans vielleicht nicht jede Woche mit einem lachenden und einem weinenden Auge zurücklassen. Bestes Beispiel sind für mich die Titan-Romane, die ich vom Aufbau von den Stories und von der sehr guten Crew einfach nur beste Star Trek bieten. Macht weiter so, live long and prosper, euer Christian. Ja, Christian, vielen Dank für das Lob. Und was die Titan-Romane angeht, ja, bin ich bei dir. Die sind ein bisschen langatmig, finde ich. Ja, ich finde die ein bisschen langatmig. Das ist doch, denke ich mir manchmal so, okay, what's the point? Aber grundsätzlich gibt's recht. Ich finde die Vanguard-Geschichten ein bisschen besser. Die spielen so zur TOS-Ära, die finde ich persönlich ein bisschen besser, aber das ist Geschmackssache. Was mich bei den Titan-Romanen immer so ein bisschen stört, ich bin ja kein Leser, ich bin ja ein Hörer und die sind leider produziert worden, das hört sich erstmal gut an, aber doch leider produziert worden, ich habe es an anderer Stelle in einem anderen Podcast schon mal gesagt, mit der Synchronstimme von Jonathan Frakes. Das klingt erstmal gut, entpuppt sich beim Hören dann allerdings leider als Nachteil. Der kann zwar ganz gut vorlesen, allerdings sind irgendwie 20 Jahre Star Trek an ihm abgeperlt, denn er hat überhaupt keine Ahnung, wie er bestimmte Begriffe ausspricht. Also von Namen über Planeten, das ist wirklich, da zieht sie die Fußnägel hoch und irgendwie saß wohl in der Tonregie auch niemand, der es besser wusste. Also von daher ist das leider ein bisschen schade an der Stelle. Ja. Und wie es so ist, wo viel Licht ist, ist natürlich auch viel Schatten. Und es ist ja bei uns irgendwie immer so, dass wenn einer getriggert wird von uns, dann triggert, dann haben wir den so wirklich auf allen Kanälen. Ja, also es ging, ich glaube, es ist die gleiche Person, weil die Wortwahl ist doch ziemlich ähnlich. Es ging los mit ein, zwei Nachrichten auf Twitter, die suche ich jetzt nicht extra raus. Wo die Person sich schon drüber beschwert hat, dass wir einfach alles immer nur niedermachen würden und so unglaublich arrogant daherkommen. Naja, vielleicht ist es jemand anders, aber dann gibt es dann, glaube ich, noch einen Agenten eines befreundeten Podcasts über Star Trek Discovery. Ja. Der hatte sich nicht leben lassen, uns dann bei iTunes dann immerhin noch 2 Punkte zu geben. Und da schreibt also der Dalsenboy, also langsam reicht's. Ich habe den Cast lange über mich ergehen lassen, aber diese unsympathische, arrogante und destruktive Art ist einfach nicht mehr zu ertragen. Gut, müssen wir jetzt so stehen lassen, können wir jetzt nichts dazu sagen, weil leider kann man ja auf iTunes nicht antworten. Ich habe dann gesehen, dass er bei den Kollegen 5 Sterne hinterlassen hat. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Wir sind hier nicht der Wohlfühl-Podcast, das haben wir immer gesagt. Und von daher ist das so. Dann gab es exemplarisch, und wie gesagt, ich lese hier immer nur so einen Bruchteil vor, allein die Facebook-Kommentare. Aber dann gab es noch ein bisschen Feedback auf YouTube. Da schreibt der Limek,
Obwohl die ersten beiden Folgen von Season 3 doch das Beste sind, was Star Trek Discovery hervorgebracht hat, stimme ich euch voll und ganz zu. Discovery ist objektiv einfach scheiße. So drastisch haben wir uns eigentlich gar nicht ausgedrückt. Also bei Picard waren wir irgendwie krasser drauf, finde ich. Aber okay. Wenn man dazu noch Trekkie ist, dann ist die Serie nicht auszuhalten. Lower Decks ist die erste Kurtzman-Serie, die ganz okay ist. Humorlevel müsste von 11 auf 7 runtergedreht werden. Und das gleiche Video schreibt Kai Weises, ewig diese Scheißmeckerei. Ich hasse diese extremen Trekkies, die in der Vergangenheit stehen geblieben sind. Schaut euch die Gammel-Serien an, die alten, und hört auf, für die Trekkies im Ganzen zu sprechen. Fehlt ein Komma. Für mich sprecht ihr nämlich nicht. Okay, wir haben auch nie den Anspruch gehabt, für alle Trekkies zu sprechen oder für dich zu sprechen. Ich weiß noch nicht genau, ob dieser Kommentar sich jetzt irgendwie auf den anderen bezieht. Aber wir haben einfach unsere Meinung. Und auch unter einem Facebook-Comment stand wieder immer dieser ganze Hate. Also sorry, da muss ich an der Stelle mal sagen, eine Meinung haben ist kein Hate. Das ist leider heutzutage irgendwie so ein bisschen abhanden gekommen, dass jemand, der eine Meinung hat und die auch vertritt, dann sofort ein Hater ist. Haten ist, wenn ich sage, Michael Burnham ist scheiße, weil sie, keine Ahnung, eine Frau ist oder weiß der Teufel was, ja, oder weil sie farbig ist oder keine Ahnung was. Das ist Hate, ja, oder alles, was Kurtzman macht, ist scheiße. So, das ist einfach Hate, wenn danach nichts mehr kommt. Wir sagen zwar auch, dass uns das, was bisher Kurtzman gemacht hat, nicht gefällt. Uns gefällt Michael Burnham auch nicht. Ich nenne sie ja nicht ohne Grund, Michaela. Aber wir begründen das ja. Wir sagen ja einfach nicht mal, Michael Burnham ist scheiße, weil ja, sie halt eine Frau ist. Das wäre Hate, sondern es geht einfach darum, sie ist schlecht geschrieben. Und das kann man objektiv begründen. Und ich drehe mich an der Stelle wirklich im Kreis und muss an der Stelle einfach nochmal auf unseren Artikel verweisen, was ich ab jetzt immer wieder nur noch tun werde. Ich werde also diese Standard 0815, das ist ja alles hier gehate, wo keine Begründung mehr kommt, werden wir auch nicht mehr vorlesen, weil das bringt nichts. Also wenn ihr was auszusetzen habt, dann begründet's. Ja, dann schreibt, wo ist das und das, euch hat es euch nicht gepasst, und dann schreibt ein paar Sätze dazu, warum nicht. Aber einfach schreiben, das Gebäsche und das Gehate geht mir auf den Sack, ohne zu sagen, warum, und vor allem ohne keine Gegenargumente zu liefern, das ist halt auch ein bisschen lame, ne? Deswegen werde ich an der Stelle einfach nur auf meinen Kommentar verweisen. Den findet ihr, wenn ihr Nerdizismus und Newtrack einen Kommentar googelt, oder ihr geht auf nerdizismus.de, da werdet ihr den auch finden. Denn da habe ich wirklich dezidiert in einem sehr langen Kommentar, nochmal, vielleicht muss ich auch erklären, was ein Kommentar ist. Ein Kommentar ist ein Meinungsartikel, der hat nicht den Anspruch, neutral zu sein. Das ist ein Meinungsartikel, und ich habe sogar noch eine Triggerwarnung oben drüber geschrieben inzwischen, ja, weil ich weiß, dass es die Leute halt eben triggert. Also es ist ein Meinungsartikel, es ist keine Glosse, ja, das ist nochmal ein Unterschied. Es ist ein Meinungsartikel, ein Kommentar, in dem ich versuche, eigentlich, wie ich finde, sehr objektiv darzulegen, warum das New Track eben so viel Beef und so viel Stress verursacht. Und was so die Standardargumente sind, die eben immer kommen, so, ja, guckt euch die alten Gammelserien an und die erste Staffel war immer scheiße und versuche die wirklich da mal dezidiert zu analysieren und auseinanderzunehmen. Also lest euch mal diesen Artikel durch. Ich werde auf solche, und ich glaube, Michael, dir geht's genauso, ich werde auf solche, oder wir werden auf solche Dinge einfach nicht mehr reagieren, weil da muss schon ein bisschen mehr als Substanz kommen, als einfach nur immer das Scheißgemeckere, ne? Weil wir versuchen es nämlich andererseits auch. Ich sag mal so, ist ja auch alles okay, jeder ist zu seiner Meinung berechtigt, und absolut, wir haben ja absolut eine Meinung. Und einmal kurz zur Verteidigung vielleicht, ich finde es ja immer schön, dass die Leute sehr viel auf dich reagieren und auf deine durchaus streitbaren Zusammenfassungen und sowas, aber ich bin doch derjenige, der letztes Mal ein Brett für Star Trek Discovery runtergebrochen hat und positiv drüber geredet hat. Oder wird meine Tonspur von dir immer ausgeschnitten? Ich schneide dich halt so zurecht, dass du auch als Arsch rüberkommst. Ja. Naja, ich habe übrigens auch ein Feedback von ein, zwei Leuten aus meiner persönlichen Ecke, habe ich gehört, dass das Recap doch so langsam Längen annimmt, die man gerne skippen möchte. Aber das ist ja auch schon wieder diskussionsbedürftig. Die einen mögen es, die anderen mögen es nicht so sehr. Ich würde sagen, kapp mal ein bisschen runter.
dann habe ich auch mehr zu tun, aber ist gut, andere mögen's. Wir haben ja auch zwei verschiedene Stimmen hier im Podcast. Eben. Und dementsprechend, ich möchte ja durchaus das Positive bei Discovery raussehen, auch wenn ich am Ende immer ein bisschen mit rummecker, möchte ich doch behaupten, dass ich letzte Mal zumindest für Discovery eingestanden bin. Ich werde dich jetzt auch mal ein bisschen auf stumm stellen, denn wenn du jetzt zum Feedbacks nichts mehr zu sagen hast, dann gehe ich jetzt mal in mein Recap. Und du hast gerade als letztes noch gesagt, die sind immer so lang. Naja, ich versuche es ja schon echt einzukürzen. Aber ich habe immer ein bisschen Angst, wenn ich die ein oder andere Handlung weglasse, dann heißt es immer hinterher, du hast ja überhaupt nicht gesagt, dass das und das ist, jetzt bist du aber ungerecht. Ja, also von daher versuche ich eben, alles möglichst immer da abzubilden. Ja, das heißt, der Stream muss sich jetzt noch ein bisschen gedulden. Und für alle, die so reinhören, ihr könnt ja dann skippen. Und alle, die sich drauf freuen, dürfen sich jetzt drauf freuen. Folge 3. People of Earth. Sale und Michael suchen weiterhin nach der Discovery. In einer kleinen Botschaft an selbige fasst Michael die Ereignisse der letzten mehreren hundert Jahre zusammen. Demnach gingen die Dilithium-Vorräte langsam zur Neige und so versuchte sich die Föderation an alternativen Antriebsmethoden. Da man sich aber ganz offensichtlich zu fein war, zum Beispiel mal bei den Romulanern anzufragen, wie die das eigentlich so ganz ohne Dilithium machen, hatte man, als der Burn alle Schiffe mit aktiven Warpkern zur Explosion brachte, keine verlässliche Alternative am Start. Die interstellaren Reisen waren nicht mehr möglich und so verlor die Föderation schnell an Einfluss und Macht und verschwand schließlich nahezu völlig. Seit ihrer Ankunft in der Zukunft ist es also nun an Michael herauszufinden, was es mit dem ominösen Burn auf sich hat. Im Gegensatz zu ihrer Haarlänge ist Michael allerdings noch nicht sonderlich weit gekommen und auch im 23. Jahrhundert muss man sich um seinen Lebensunterhalt bemühen. Und so verdingt sich Michael als Kurier zwischen den Sonnensystemen und hat nebenbei noch eine Art Freundschaft Plus mit Buck am Laufen. Doch gerade in dem Moment, als Michael anfängt, sich mit ihrer Situation abzufinden und darüber philosophiert, dass sie vielleicht doch ein etwas anderer Mensch geworden ist, klingelt das Telefon. Am anderen Ende ist die Discovery. Nach einem fröhlichen Wiedersehen an Bord mit all ihren Freunden und ehemaligen und nun wieder neuen Kollegen, macht man sich frisch, fromm, fröhlich, frei ans Werk. Während man durch die endlosen Flure der Discovery spaziert, präsentiert Michael Captain Saru erstmal die Rechnung für den galaktischen ADAC, welche direkt an Buck geht. Dieser bekommt als Wiedergutmachung für seine Hilfe und seinen interstellaren Abschleppservice etwas Dilithium aus der Vorratskammer der Discovery. Es bleibt spannend zu sehen, wie lange die Discovery noch so großzügig mit ihren Dilithium-Vorräten umgehen kann. Auf der Brücke angekommen, bringt Michael den Rest der Crew auf den aktuellen Stand. Sie informiert alle über den Burn, darüber, dass auch sie auf Terra Lysium nichts von ihrer Mutter erfahren hat und spielt, sehr zur Überraschung aller, eine 12 Jahre alte Nachricht eines Flottenadmirals von der Erde ab. Dieser Admiral, der sich selbst Zenital nennt, ruft aktiv für einen Besuch zur Erde auf, wenn man die Föderation wieder aufbauen möchte. Bisher war die Erde außerhalb der Reichweite von Michael, doch mit Discovery und dem Sporenantrieb ist das natürlich kein Problem mehr. Bevor man allerdings wirklich losspringen kann, macht Michael noch Saru zum Captain von ihres Gnaden. Während man auf dem Weg zur Erde ist, findet Michael etwas Zeit, sich mit ihrer alten Zimmergenossin Tilly zu unterhalten. Diese bemerkt sofort, dass die Drehbuchschreiber sich bemühen, in der dritten Staffel dieser Show aus Michael zumindest einen halbwegs sympathischen Charakter zu machen. Dazu werden wahrscheinlich der komplette vulkanische Ballast sowie die ersten beiden Staffeln inhaltlich einfach aus dem Writers Room gekippt. Gut so. Als Michael daran geht, Bucks versprochene Belohnung auszubezahlen, ist dieser völlig platt. So viel Dilithium auf einem Haufen hat er noch nie gesehen und er trifft die zutreffende Vorhersage, dass die Discovery in Zukunft wohl ein lohnendes Ziel für sämtliche bösen Buben in diesem Sektor sein wird. Die Tatsache, dass Buck und Michael in der Vergangenheit ein paar fiese Typen ans Bein gepisst haben, wird daran nicht ganz unschuldig sein.
Damit die Lithium-Vorräte der Discovery möglichst lange ein Geheimnis bleiben, schlägt Michael vor, alles in Books Schiff zu verfrachten und dieses im Hangar der Discovery zu tarnen. Wie der Zuschauer auch, hat Captain Saru erhebliche Probleme mit diesem etwas komischen Plan. Immerhin gibt man seine gesamten Lithium-Vorräte einem völlig Unbekannten in die Hände. Letztlich lässt sich Saru auf den Plan ein, was soll er auch anders machen, das Drehbuch will es so und man springt endlich final zur Erde. Dort angekommen muss man feststellen, dass die Menschheit sich allerdings nicht sonderlich weiterentwickelt hat. Immer noch ist man unangekündigten Verwandtschaftsbesuch gegenüber äußerst skeptisch eingestellt und fährt erstmal die planetaren Schilde hoch. Obwohl die zuständige Sicherheitschefin der Erde, Captain Ndoya, die ziemlich dünne Räuberpistole über die Herkunft der Discovery nur so halbwegs abkauft, wird das Schiff erstmal einer Inspektion unterzogen. Damit auch gar kein Verdacht aufkommt, wird Book kurzerhand in eine Sternenflottenuniform gepackt und auch Georgiou bekommt ein Upgrade und macht sich flugs einfach selbst zum Admiral. Im Maschinenraum liefert sich Stamets derweil einen Disput mit der 16-jährigen Adira. Diese gehört zur Inspektionscrew der Erde und scheint, sehr zum Missfallen des guten Doktors, am Sporenantrieb besonderes Interesse zu haben. Im Bereitschaftsraum muss Captain Ndoya die zweite Expositionsbombe zünden, um den Zuschauer auf den neuesten Stand zu bringen. Der Grund für die abweisende Haltung der Erde liegt nämlich in den andauernden Angriffen von Dilithiumräubern. Der schlimmste dieser Spießgesellen ist ein Pirat namens Wen. Doch auch in Sachen Sternenflotte gibt es keine guten Nachrichten. Zum einen ist der Admiral, welcher die Nachricht vor 12 Jahren verschickte, längst verstorben. Zum anderen ist die Sternenflotte der Erde abspenstig geworden und hat sich nach dem Burn verpisst. Kaum sind diese bitteren Wahrheiten im Raum verklungen, greift auch schon besagter Space Pirate an, da sich die Inspektionscrew um Captain Ndoya aus noch ungeklärten Gründen nicht von der Discovery beamen kann, muss man sich also gemeinsam der Übermacht stellen. Da hat Michael eine Idee. Sie schnappt sich Book, rennt zu dessen Schiff und startet es. Mit einem Frachtraum voller Dilithium steuert man auf die Weltraumpiraten zu. Und während die ganze Disco-Crew noch zweifelt, ob Michael es wirklich ehrlich mit ihnen meint, hat Mutter Georgiou den Plan natürlich sofort durchschaut. Michael möchte den gegnerischen Captain dazu bringen, seine Schilde zu senken, um ihn dann auf die Discovery zu beamen. Unterdessen findet Tilly im Maschinenraum den Grund für die Blockierung der Transporter. Irgendjemand hat die Schildsteuerung der Discovery so manipuliert, dass ein Beamen verhindert wird. Stamets hat sofort Adira im Verdacht. Er findet sie in einer der Jeffreys-Röhren und stellt sie zur Rede. Diese gibt die Manipulation unumwunden zu, hat aber auch gleichzeitig ein paar Fragen an Stamets, denn die Geschichte, die Saru aufgetischt hat, kann nicht stimmen. Nun wissen wir immerhin, dass Adira den Admiral kennt und an Bord der Discovery bleiben möchte. Jetzt könnte es natürlich auch sein, dass der gute Stamets einfach nur ein bisschen Vertrauen aufbauen will. Aber ist es deswegen gleich nötig, sämtliche Geheimnisse der Discovery zu verraten? Wie dem auch sei, Michaelas Plan ist natürlich aufgegangen. Der Space Pirate wird in den Ready Room gebeamt und siehe da, es ist gar kein Alien, nein, es ist ein Mensch. Und jetzt, liebe Freunde, folgt etwas, von dem wir gar nicht mehr dachten, dass es in Discovery jemals stattfinden wird. Es wird verhandelt. Ja, die Diplomatie ist zurück in Star Trek, wer hätte das gedacht? Und kaum redet man miteinander, werden sofort Missverständnisse aus dem Weg geräumt. So sind die Space Piraten überhaupt keine Piraten, sondern eigentlich nur verzweifelte Bewohner des Mondes Titan. Diese haben vor etlichen Jahren jegliche Kommunikationsmöglichkeit mit der Außenwelt verloren und schickten daher ein Schiff zur Erde. Dieses wurde jedoch auch versehentlich abgeschossen, weshalb man nun dachte, die Erde wäre feindlich gesinnt. Wie heißt es so schön? Nur sprechende Menschen kann geholfen werden. Der Konflikt ist gelöst und die Erdencrew kann die Discovery verlassen. Adira möchte allerdings an Bord bleiben und erhält dafür auch die Erlaubnis. Zum Dank erklärt sie der verdutzten Disco-Crew, dass sie der Admiral aus der ominösen Botschaft ist. Sie ist nämlich ein halber Trill. Bevor wir auf diese Folge einen Deckel machen können, stehen allerdings noch einige Entscheidungen an. So wird Michael erster Offizier der Discovery, muss sich aber gleichzeitig von Book verabschieden, den es dann doch wieder in die unendlichen Weiten des Weltraums zieht. Wir lernen weiterhin, dass die Erde immer noch ein idyllischer Ort ist und sogar der Generationenbaum der Sternenflottenakademie ist immer noch intakt.
Immerhin scheint es, als würde sich die Serie hier endlich von den Andromeda-Vibes verabschieden. Folge 4, Forget Me Not. Diese Folge wird wirklich anders, ja geradezu klassisch. Das liegt unter anderem am Aufbau der Folge, welche der traditionellen AB-Story-Formel folgt. Beginnen wir mit Dr. Kalber, ihr wisst schon, den Mass Effect-Doktor und seinem persönlichen Computerlogbuch. Ein Computerlogbuch. Zu Beginn einer Folge, dass wir das noch erleben dürfen. Die Stimmung an Bord der Disco ist wirklich mies. Zwar versucht der gute Doktor alles daran, das zu ändern, aber besonders an Detmer kommt er wirklich nicht heran. Nicht ran kommt auch Adira nämlich an die Erinnerungen der früheren Wirte ihres Symbionten. Man vermutet, dass entweder ein Trauma oder der Umstand, dass Adira ein Mensch und kein Trill ist, dahinter stecken. Die Informationen der Wirte, besonders die von Admiral Zenital, sind allerdings für den Erfolg der Mission entscheidend. Da Adira sich auch sonst an wenig erinnern kann, beschließt man, dem Planeten Trill einen Besuch abzustatten. Da man nur 45 Minuten Zeit hat, bedarf dies eines weiteren Sprunges. Und so macht sich Saru Sorgen um die Verfassung von Stamets. Die Drehbuchschreiber übrigens auch, fürchten sie doch nichts mehr, als in einer erzählerischen Sackgasse zu landen, wenn der Antrieb nur von einer Person bedient werden kann. Und weil dunkle Materie immer gut klingt, gibt der Writers Room Saru die Eingebung, Stamets mit der Suche nach einer alternativen Steuerungsmethode zu betrauen. Der gute Paul war ohnehin kurz davor, etwas zum Größenwahn zu neigen. Aber Moment, war da nicht was mit Wesen im Myzel-Netzwerk, die vom Sporenantrieb benichtet? Egal. Jetzt hätte man aus dieser Episode eine schöne Dr. Kalber hilft Adira-Folge machen können. Aber weil Ed Michaela auch was zum Donnen haben muss, bittet der Doc Michael eben für den Rest der Folge auf den Host und Symbionten aufzupassen. Schade, Chance vertan. Auf Trill ist der Empfang zunächst herzlicher als auf der Erde, sind die Symbionten der Trill doch durch die Auswirkungen des Burns nahezu ausgestorben. Als die Trill jedoch erfahren, dass einer ihrer Symbionten in einem Menschen steckt, kippt die Stimmung erheblich. Auf Trill ist die Vereinigung nämlich so ein ziemlich wichtiges Ding für alle und man ist daher not amused, dass dieser Symbiont schon vergeben ist. Entbrennt eine kurze, aber heftige existenzielle Diskussion zwischen dem religiös geprägten und dem politischen Flügel der Trill-Regierung. Während die Fundis den Symbionten notfalls auch mit Gewalt aus Adira entfernen wollen, denken die Realos weiter über die Trill als Hosts hinaus. Zwar gäbe es in den heiligen Höhlen von Trill durchaus eine Möglichkeit, mit dem Symbionten in Kontakt zu treten, aber Ungläubige haben dort keinen Zutritt. Ende der Diskussion. Schönen Tag noch. Da kennen die Trill aber Michaela nicht, die sich kurzerhand mit Waffengewalt Zutritt zum Allerheiligsten des Planeten verschafft. Und wenn ihr jetzt ganz leise seid, könnt ihr JL im Grab rotieren hören. An Bord der Disco versucht Saru etwas gegen den gefährlichen hohen Stresslevel seiner Crew zu unternehmen. Da Saru keine rechte Idee hat, befragt er den Computer. Doch auch dieser hat außer dem üblichen 0815 Teambuilding-Gedöns irgendwie keine brauchbaren Einfälle. Als Saru allerdings darauf insistiert, erscheint, natürlich im Rücken von Saru, plötzlich das Space-Google-Monster im Display und hat die phänomenale Idee, ein freier Abend für alle und ein gemeinsames Abendessen der Brückencrew wäre doch eine wirklich gute Idee. Echt jetzt? Das ist alles, was einer Entität mit dem Wissen des kompletten Universums einfällt? Ein freier Abend und ein Abendessen? Okay, wir nennen dich ab sofort Jarvis. Naja, besser als nichts. Allerdings läuft das Dinner eher wie eine normale Familienfeier ab. Der Imperator gibt den niveaulosen Onkel, während bei Detmar PTSD voll durchbricht und ihre geschmacklosen Haikus über Stamets den Abend zu einem jähen Ende bringen. Zurück in den Höhlen von Trill taucht Adira immer tiefer in ihren Symbionten ein, und zwar wortwörtlich. Allerdings tut ihr die Verbindung nicht gut und ihre Vitalzeichen sinken rapide. Also springt Michaela, die zu Beginn der Folge überhaupt nichts über die Trill wusste, mal eben ins heilige Planschbecken und versucht Adira zu retten. Im Bewusstsein von Adira und dem Symbionten angekommen, hilft sie Adira dabei, die verdrängten Erinnerungen zu sehen und sich ihr zu stellen. Was nun folgt,
das meine ich völlig ironiefrei, ist das Beste, was Star Trek Discovery bisher hervorgebracht hat. Wir erfahren, dass Adira mit einem vereinigten Trill namens Grey liiert war. Der gute Grey kommt jedoch bei einem Unfall ums Leben und bittet im Sterben liegend durch eine Transplantation wenigstens den Symbionten und damit ein Stück weit auch sich selbst zu retten. Als Adira sich diesem Trauma stellt, platzt der Knoten und alle früheren Hosts inklusive Admiral Zenital erscheinen. Und nun erfahren wir auch den Namen des Symbionten. Tal. Die Trill sind baff, dass die Vereinigung mit anderen Spezies doch so gut gelingen kann und überlegen sich nun etwas offener dem Ganzen gegenüber zu zeigen. Man wünscht Michael und Adira alles Gute bei der Suche nach der Föderation und man soll doch auf jeden Fall Bescheid sagen, wenn man diese gefunden hat, dann würde man auch gerne wieder mitmachen. Bitte Hilfe bei der Suche? Wir jetzt? Nee, also heute ist jetzt echt gerade schlecht. Wir müssen dann auch los. Tschüss! An Bord der Disco sitzt ein sichtlich geknickter Saru in seinem Ready Room, als nach und nach die Crew zum Entschuldigen vorbeischaut. Allem voran Tilly und Stamets, aber auch Detmar ist geläutert und begibt sich bei Dr. Kalber in Behandlung. Alles in allem muss man konstatieren, diese Crew braucht dringend einen Schiffscounselor. Diese Funktion könnte nun Jarvis aka Space Google Monster aka Zora Fragezeichen ausfüllen. Denn die hat die famose Idee, der Crew einen Buster Keaton-Film zur Entspannung zu zeigen. Der wirkt auch gleich wahre Wunder. Man wagt gar nicht, sich auszudenken, was passiert wäre, hätte die gute KI einen Adam Sandler-Film empfohlen. So sind aber nun alle happy und machen sich mit Hilfe der Erinnerungen des Admirals auf den Weg zum Föderationshauptquartier. Was soll ich sagen? Es war doch gar nicht so schlecht. Hat sich vielleicht jetzt ein bisschen böse angehört, aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese beiden Folgen haben mir besonders die vierte richtig gut gefallen. Da war mal Star Trek im Dreck drin. Nee, also ich fand die zwei Episoden echt gut. Also beziehungsweise ich fand die zweite deutlich besser als die erste. Aber es geht auf jeden Fall schon in eine Richtung, die ich so unterschreiben kann. Ich meine, so ein bisschen, um das Negative vorwegzunehmen, weiß ich nicht, wieso man zu Beginn jeder Folge jetzt eine Musikmontage braucht, eine Videomontage, wo im Prinzip das bisher Geschehene nochmal zusammengefasst wird. Das ist halt hip. Das ist halt so. Ja. Seit Desperate Housewives macht man das so. Ja, aber du hast das Previously on Discovery und dann hast du das dabei. Anstatt ein ordentliches Cold Open. Ich meine, das Cold Open der ersten Folge war ja durchaus interessant. Aber da frage ich mich auch wiederum, wie gesagt, die negativen Sachen jetzt erstmal aus dem Weg. Wieso bekommen wir nicht mehr Folgen über den Werdegang von Burnham in der Zukunft? Ich meine, da ist doch so viel Potenzial dahinter. Und das ist so ein bisschen wieder das Problem der Serie. Sie erzählt uns was, aber sie zeigt es uns nicht. Michael soll sich dramatisch verändert haben in diesem einen Jahr. Ehrlich gesagt, in dem, was sie bisher in den zwei Folgen gemacht hat oder in den drei Folgen, fühlt sich das nicht anders an als die Burnham, die wir vorher hatten. Und trotzdem sagen alle, sie hätte sich so verändert. Sie ist vielleicht nicht mehr so ein Downer, wie sie vorher war. Ein bisschen fröhlicher dabei drauf. Aber die Aktionen, das Rebellische und was sie da alles tut, das ist doch genau das Gleiche, oder? Ja. Sie ist dabei einfach entspannter und lacht mehr. Ja, genau. Und das soll jetzt die lebensverändernde Veränderung sein. Ja, gut. Lassen wir das. Interessanterweise ist Michael ja in diesen beiden Episoden gar nicht mehr so ganz wichtig und es ist so ein bisschen, als hätten die Schreiber auf die Fans gehört und stellen jetzt mehr die Crew in den Fokus, was wunderbar ist. Du hast jetzt bei der zweiten Folge gesagt, um da kurz in deinem Recap zusammenzufassen, der gute Doktor hätte besser mit Adira auf die Reise gehen können. Aber er hatte ja die Funktion, dass er quasi als der Counselor so ein bisschen fungiert. Klar, natürlich. Ja. Ne? Aber weil man halt keinen Counselor hat, aber ich sag mal, es ging ja darum, um das medizinische Problem, wie kriege ich den Symbionten aus der Adira raus, beziehungsweise wie kriege ich die Erinnerung raus. Also, und das wäre jetzt für mich eigentlich eher eine klassische, da kümmert sich der Doktor drum, Folge gewesen. Ja, genau. Man muss auch
fragen, ob es wirklich Not tut, in der zweiten Folge, in der dritten oder mit der zweiten Folge einen neuen Charakter plötzlich so intensiv einzuführen, wenn man andere Charakter, die schon seit zwei Staffeln da rumhüpfen, mehr oder weniger noch gar nicht kennt. Ja. Vor allen Dingen einen Charakter, den wir im Prinzip schon kennen, weil für mich ist sie nicht anderes, auch im Aussehen, als Esri Dex. Ja, das ist ein Klon von Esri Dex aus DS9, als Jadzia gestorben ist und man die Schauspielerin gefeuert hat, kam auch die Junge mit einem Kurzhaarschnitt an, die nicht gut mit ihrem Symbionten klarkam und erstmal lernen musste, mit ihm zu leben. Ja. 1:1 die Kopie von Adil. War das bei Ezra nicht auch irgendwie so? Nee, das war kein Not. Das war keine Nottransplantation. Das war schon geplante Vereinigung. Ne? Ja, aber sie hatte ein Problem mit dem alten Mann. Ja, irgendwie so. Die war sich nicht ganz eins mit dem. Ich glaube, das ist ja jetzt erst in den. Das war, glaube ich, erst die 6. und 7. Staffel. Die 6. und 7. Staffel, ja, genau. Ja, weiß ich gar nicht mehr genau, die Hintergrundstory. War nicht mehr so einfach. Ach so, nee, das ist ja der, das ist ja immer noch der Dex-Symbiont. Das ist immer noch der Dex-Symbiont, genau. Das ist immer noch der Dex-Symbiont. Ah ja, siehst du, der Chat schreibt gerade, es war doch aus der Not heraus geboren. Genau, mit ja, irgendwie, sie musste, weil sie verfügbar war. Ja, war sie war, glaube ich, nicht für eine Vereinigung vorgesehen, irgendwie sowas. Oder noch nicht. Oder noch nicht, irgendwie sowas, genau. Ja, und letztendlich, gut, jetzt haben wir einen Menschen statt einen Trill da drin, der nicht dafür vorgesehen war, aber letztendlich ist das ja, ich habe nichts gegen die Story. Ich mag die Trill sehr gerne und meinetwegen können wir die Trill auch gerne hier als Rasse mit einführen, aber den Charakter hatten wir schon und wie du gerade schon gesagt hast, in der zweiten Folge dieses Charakters und der zweiten Folge, in der man bei Discovery überhaupt erst die Trill über die Trill was erfährt. In der letzten Folge hat man ja nur den Rassennamen mitbekommen. Plötzlich in dermaßen die Tiefe einzusteigen, in das Trill, in die Trill-Geschichte hinein, hätte man sich noch ein bisschen Zeit lassen für können, aber auch wenn ich jetzt viel Nitpicking dabei mache, du hast vollkommen recht gehabt, diese Folge, mindestens Folge 4, hat sich wie eine richtige Star Trek Folge angeführt, weil die Struktur drin war, weil es um die Crew ging. Also es ist ja nicht irgendwie, die waren jetzt nicht aus Not, dass die dahin mussten. Gut, der MacGuffin war, die mussten dahin, weil Adira jetzt die in Erinnerung hatte von Zenital. Aber letztendlich war vieles in diesem in dieser Story der Antrieb durch die Charaktere. Sie wurden nicht geleitet, sie haben selber geleitet. Und das daraus soll doch eine Story entstehen, aus den Charakteren hinaus, die zwar auf etwas reagieren, aber die bestimmend sind für die Story. Ja, absolut. Und ich frage mich, jetzt haben wir natürlich wahrscheinlich hier unter unseren Zuschauern hier im Livestream und auch unter den Hörern eher jetzt Star Trek-Fans, die sich wahrscheinlich tendenziell eher gut im Lore auskennen. Allerdings frage ich mich, ob jemand, der von den Trill keine Ahnung hat, ob das für den nicht too much war. Also wenn du so das ganze Hintergrundwissen von DS9 und so jetzt nicht im Kopf hast, weiß ich nicht, ob man dann dieser ganzen Trill-Geschichte so verfolgen konnte. Also ich meine, Michael Burnham baut ja eine Menge Exposition ein. Ja. Das fand ich halt auch so, weißt du, da hätte man doch einen anderen Charakter nehmen können, der das macht, weil sie sagt noch im Ready Room, dass sie nichts darüber weiß. Sie hört mehr oder weniger zum ersten Mal von denen und maßt sich dann an, dann einfach mal in deren Heiligstes da reinzuhüpfen und ja, statt den anderen Trill, die sie nicht aufhalten und die doch eher sagen sollten, okay, ich bin Trill, ich gehe da rein. Zum Beispiel, ja. Und ja gut, sie ist aber natürlich, Michael ist in der ganzen Serie unser Viewpoint-Charakter, mit dem wir mitleiden sollen, mit dem wir mitfühlen sollen, der uns, der quasi unser Katalyst für das Universum ist und dementsprechend hat sie auch wieder diese Rolle da eingenommen. Ja, ich sag mal so, ich habe ein bisschen mit den Augen gerollt, als sie dann da reinhüpft und das dann auf einmal völlig in Ordnung ist. Allerdings muss ich sagen, jetzt sind wir irgendwie schon mitten in der vierten Folge. Was aber auch völlig okay ist, weil die dritte war irgendwie so ein Brückending. Die hat überhaupt nichts Neues gebracht. Ich meine, was nehmen wir denn aus der dritten Folge als Quintessenz mit? Die Erde hat keinen Bock auf die bucklige Verwandtschaft, ja, und isoliert sich einfach, ja, Earth first, ja.
und fertig. Ja? Ja, die Erde waren, klar, es hat ein bisschen Hintergrundstory gebracht, die Erde ist nicht mehr in der Föderation, was eigentlich einer der wichtigsten Planeten, und wenn nicht der wichtigste Planet der Föderation war, wegen auch Hauptquartier der Sternenflotte und so weiter, aber letztendlich war es nur ein Vehikel, um Adira einzuführen. Genau. Ja. Genau. Und die hättest du halt irgendwo. Aber man muss auch schon zur Erde. Also du kannst nicht in dieser Staffel rumfliegen und nicht zur Erde kommen, weil jeder fragen würde, wieso fliegen die nicht zur Erde? Ja. Also von daher musst du das eben relativ zügig abhandeln. Und von mir aus, okay, da habe ich jetzt ehrlich gesagt kein Problem mit. Ich war an der Stelle wirklich, ich habe es auch getwittert. Lohnt sich übrigens immer, uns auf Twitter zu folgen. Da gibt's so die ersten Reaktionen dann live in Farbe und Bunt. Da hat es mich schon gefreut und da habe ich eben getwittert, ach guck mal, die haben die Diplomatie wieder entdeckt. Ja, ich meine, sie ballern zwar auch erst rum, okay, aber der Trick von Michael funktioniert dann ja natürlich, haha. Aber dann greift ja, und das muss ich ja ganz ehrlich sagen, so langsam kriege ich ja doch ein Faible für Mama Georgiou. Ja, und ich nenne sie auch bis auf Weiteres erstmal Mama Georgiou, weil ich nämlich glaube, dass sie so zu Michael so ein Mutter-Tochter-Verhältnis ausbildet. Ja, ja, natürlich hat sie ja die ganze Zeit schon. Ja. Deshalb ist sie ja, dass sie hatte ja im Mirror-Universe, war das ja quasi ihre Tochter, mehr oder weniger. Und deshalb hat sie sich weiter an die Michael gehangen, weil sie ja in dieser Michael genau das Gleiche sieht wie in ihrer Michael. Also der im Chat schreibt, die Just Leti, stimmt, du hast uns mal eine WhatsApp geschrieben, dass sie auch keine beziehungsweise relativ wenig Ahnung hatte, was die Trills sind, und hat es trotzdem gut verstanden, hätte aber auch lieber Kalber als Begleiter gesehen. Und ja, also gut, wenn das so ist, wie gesagt, ich habe es ja verstanden, oder ich glaube, jeder, der über die Trill Bescheid weiß, konnte dem gut folgen. Die Frage ist, wie wäre es halt mit jemand gewesen, der das nicht ist. Und dann kommt im Chat noch, dass man Georgiou hasst. Naja, ich sag mal so, Mitarbeiter des Monats wird die so schnell nicht mehr. Ja. Die ist halt jetzt auf dem Schiff drauf. Klar, so wie die sich beim Essen aufgeführt hat, hättest du eigentlich rausschmeißen müssen. Ja. Also achtkantig, ja. Okay, hat ja noch gefehlt, dass die gesagt hätte, dass Saru zum Dinner wäre. Ja, richtig. Aber jetzt muss man trotzdem nochmal bei ihr bleiben, und man muss ihr in diesen zwei Folgen aber halt auch nahtlos anerkennen, dass sie halt leider zweimal die Handlung entscheidend vorangebracht hat. Also einmal im Saloon, ja, wo sie denen den Hintern gerettet hat, und jetzt schon wieder, wo sie gar nicht lang gefackelt hat, sondern halt dem vermeintlichen Alien einfach den Helm vom Kopf gerissen hat und gesagt hat, hier, guck her, da ist überhaupt kein Alien. Ja, sie kennt sich super aus. Sie kommt ja aus dem Mirror-Universe, wo es ähnlich ist. Und in der ursprünglichen Zeit von Kirk und Co. war ja einfach die Föderation noch sehr, sehr, sehr wichtig. Und deshalb musste sie sich durch alles navigieren. Und hier kommt sie quasi in den Wilden Westen, den sie kennt. Also literally der Wilde Westen. Ja, und deshalb ist das ja perfekt für sie, ein perfektes Vehikel. Und deshalb ist sie wahrscheinlich auch noch mehr von Michael überzeugt, weil sie sieht, wie sie sich nach einem Jahr da zurechtgefunden hat. Ja. Aber wie gesagt, sie rettet halt, eigentlich ist sie die treibende Kraft so ein bisschen, ne? Dahinter. Ja, definitiv. Ja. Also durch ihre Aktionen sind die Episoden gerettet worden, mehr oder weniger am Ende. Was ich aber noch hatte für die Episode, wo wir jetzt gerade noch bei der Erde waren. Gut, die werden jetzt den Sporenantrieb nur noch nutzen, weil die wahrscheinlich das Dilithium nur noch als Handelsware nehmen. Ist okay, jetzt wird der Antrieb wenigstens für irgendwas gebraucht, auch wenn man jetzt so ein bisschen die Zerstörung des myzelen Netzwerks scheinbar mit in Kauf nimmt. Aber ich fand es noch interessant zu hören, dass Burnham gesagt hat, der Book, dass er jetzt in einem neuen Quadranten neu anfangen könnte. Ich hätte gern gewusst, welcher Quadrant das denn war, wo die ursprünglich gewesen sind. Ja, das habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt. Also da hat man leider nie irgendwie eine Übersicht bekommen. Also vielleicht weiß es irgendjemand im Chat und kann das mal posten, aber mir wäre jetzt auch nicht bekannt,
dass da an der Stelle irgendwie mal was gesagt wurde, außer diese Entfernungen, die aber eigentlich hinten und vorne nicht passen, von dem Sahil, der das da in der ersten bzw. zweiten Folge da irgendwie von sich gibt, da passt halt hinten alles und vorne nicht. Ich glaube, das ist auch wurscht. Ich glaube, da darfst du gar nicht so genau drüber nachdenken. Ist halt das Game of Thrones Fast Travel all over again. Und ich sag mal so, jetzt haben sie wenigstens ein schönes Techie-Device, mit dem sie das Fast-Travel irgendwann machen können. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir darüber gesprochen haben, dass sie die Umweltverschmutzung im Myzel-Netzwerk bei Bedarf einfach hinten über Bord schmeißen. Ja. Und ich hatte es in meinem Recap gesagt, ich denke auch, dass sie die vulkanische Vergangenheit von Michael auch komplett egal. Die wird komplett über Bord geworfen. Ja. Genau. Ich glaube, dass der Name Spock wird nicht ein einziges Mal mehr fallen. Doch, er wird noch fallen, weil eine Folge heißt Unification Teil 3. Okay, scheiße, fällt doch nochmal. Man hat ein bisschen Diplomatie gehabt, man hat gesehen, wie die Erde ist. Hätte man in einer Viertelfolge durchaus überspringen können, aber nun gut, jetzt wissen wir wenigstens da Bescheid. Ja. Das heißt, Folge 3, na gut, also ich meine, der Booker wird ja mehr oder weniger, oder sagt ja mehr oder weniger das Offensichtliche, also die Discovery ist halt jetzt Number One Target mit dem ganzen Dilithium an Bord, was sie irgendwie anscheinend auch nicht abschirmen können. Ja, okay. Von mir aus, das wird halt nochmal so ein Ding werden. Wie gesagt, ich habe ja auch geschrieben, mal gucken, wie großzügig sie weiterhin mit ihrem Dilithium sind. Ja, okay. Auf einem der Kommentare bei uns auf nerdizismus.de auch über eine gute Art, uns da zu schreiben, hat halt jemand eben diese ganzen Antriebe auch mal aufgezählt. Wir hatten es ja vorhin noch als Feedback in der WhatsApp-Geschichte. Es gibt ja durchaus Völker, die nie mit Dilithium geflogen sind, zum Beispiel die Romulaner. Jetzt haben wir die Romulaner das letzte Mal bei Picard gesehen und da ging es ihnen ja jetzt, naja, also irgendwie ging es ihnen gut, weil sie haben eine riesige Flotte auf die Beine gestellt. Ja. Aber irgendwie ging es ihnen auch nicht gut, weil sie waren ja alle auf diesem komischen Planeten Washti da. Man weiß es nicht. Aber eigentlich hätten doch dann Spezies, Imperien, die Macht übernehmen müssen, die eben nicht auf die Lithiumbasis fliegen. Ja, also bei den Romulanern könnte ich es mir schon noch dadurch erklären, dass die einfach viel an Einfluss verloren haben, dass durch die Supernova vielleicht der Großteil ihrer Flotte zerstört worden ist und die nur die Möglichkeit hatten, auf die Lithiumbasis mit Hilfe der Föderation ihre Flotte wieder aufzubauen. Ja, aber ich habe es, glaube ich, in unserer ersten Folge schon gesagt, ich kaufe einfach nicht so ganz die Prämisse. Ich muss sie jetzt kaufen, weil es ist einfach so. Aber ich hätte mir irgendwie was anderes überlegt als die Nummer. Da klang das, was so wahrscheinlich auch nie wieder erwähnt wird. Die Gorn haben 2 Jahre Subspace zerstört. Was natürlich eine komplette Nonsensäußerung ist. Aber ganz ehrlich, das klang irgendwie spannender. Das klang irgendwie nach einer besseren Story, weil das würde so alle betreffen. Verstehst du? Damit könnte ich sagen, okay, der Subraum ist hinne, zumindest in großen Teilen. Vielleicht gibt es einfach ganz, ganz viele große Löcher im Subraum und da kannst du aus Versehen reinfliegen und dann bist du kaputt und deswegen kann eigentlich gar keiner mehr mit Überlicht fliegen, weil du jederzeit in so ein Loch da reinknallen könntest. Irgendwie so eine Scheiße, keine Ahnung. Das würde aber halt dann alle betreffen. Ja. Und das wäre für mich irgendwie, okay, gut. Ne? Wie gesagt, mal gucken, ob wir noch irgendwie was davon erfahren. Ich denke jetzt ehrlich gesagt mal nicht so. Aber gut, im Chat wird schon gerade wieder aufs Omega-Partikel hingewiesen. Oh mein Gott, bitte nicht. Ja. was übrigens, ich weiß nicht, ob das letzte Folge schon angesprochen haben oder wir noch drüber gesprochen haben. Was auch nicht mehr reinpasst in diese Art Universum, in diese Art Storytelling, in diese Art Machart, ist ein Charakter wie Q. Wäre hier völlig fehl am Platze. Also jetzt irgendwas mit einem Q muss ja nicht John Delancey Q sein, irgendein Q. Hier aufzulösen wäre, boah, ich dachte, dann würde ich im Strahl kotzen. Das passt jetzt gar nicht mehr rein. Ja, aber das ist, wie gesagt, Discovery ist ja auch eine andere Art von Star Trek. Und es ist völlig in Ordnung. Q muss ja auch nicht in jeder Serie. Nein, ich will ihn ja nicht haben. Ich falsch verstehe, er würde ja auch zum Beispiel aktuell nicht in die Tonalität von Picard passen.
Weil es einfach eine ganz andere Dramaturgie und ein ganz anderes Storytelling ist. Ist völlig okay. Vielleicht in sowas wie Strange New Worlds. Vielleicht hat Strange New Worlds durch die Planet of the Week Struktur, werden die wieder ein bisschen verrückter und experimentierfreudiger. Aber auch hier hat man ja schon das Gefühl, dass sie durchaus versuchen, den Planet of the Week jetzt durchzugehen. Also den Planet of the Föderation quasi. Den Föderationsplanet. Ja. Alle Föderationsplaneten einmal durchgehen. Ja, genau, dass sie also wirklich den Föderationsplanet of the Week durchgehen. Ja, also was habe ich mir denn noch so ein bisschen notiert? Also wie gesagt, Folge 3 gibt es gar nicht so viel zu sagen. Okay, die United Defense Force und wir nehmen halt Ezra mit. Okay, nee, Adira. Gut, die Haare von Maxel, von Michael wachsen extrem schnell. Okay, Haken dran. Gut, kommen wir zur Folge 4, weil die ist für mich wirklich im Moment meiner Meinung nach die beste Discovery-Folge. Die ist, ja, Punkt. Ist für mich die beste Discovery-Folge. Sie ist, weiß Gott, nicht perfekt. Sie hat ihre Schwächen. Und sie ist in einem Track-Canon jetzt, sag ich mal, gehobenes Mittelmaß. Aber ich bin ja schon froh über die kleinen Dinge im Leben. Ja. Und von daher freue ich mich natürlich auch darüber. Und vor allem, was mich bei dieser Folge wirklich beeindruckt hat, ich war emotional voll drin. Bei zwei Charakteren, die Screentime 5 Minuten hatten, Adira und Grey. Das hat mich so ein bisschen von der Emotionalität erinnert, an die ersten Viertelstunde von Up. Ne? Der Rest von Up ist Kacke, oder naja, Kacke, aber durchschnittlich bis unterdurchschnittlich, aber die ersten 15 Minuten sind einfach sensationell und hier habe ich mich so ein bisschen dran erinnern, gefühlt, man hat so einen ganz kleinen Abriss aus der Liebesgeschichte zwischen den beiden gesehen und ich habe es den beiden wirklich abgekauft. Ja. Ich fand es toll. Auf jeden Fall, die waren echt gut geschrieben und das soll ja auch so sein. Also letztendlich sollen Gastcharaktere und diese Storys ja auch so geschrieben werden, als ob die eine riesige Fülle an Hintergrundstory haben, als ob die eine Geschichte miteinander haben, dass es vollwertige Charaktere sind. Und das waren vollwertige Charaktere, auch so wie sie dargestellt worden sind, was wirklich nett war. Und ja, wie gesagt, ich habe es ja eben schon erwähnt, diese Story war charaktergetrieben. Natürlich gab es Umstände, die da reingekommen sind, aber die gab es ja in jeder Folge. Aber letztendlich sind dann die Charaktere, die das lösen und die ihre eigenen Probleme damit quasi auflösen. Hier geht es ja, in der Folge ging es ja, und das fand ich schön, hat man das Oberthema so schön rauslesen können. Es ging ja die Verbindung, die man zu anderen sucht. Also das Verbundensein, das Nicht-Alleine-Sein, das ja viele verloren haben. In dem Fall die Discovery ja zu ihrer Vergangenheit, Michael zu Discovery am Ende, Adira zu ihrem Host und so weiter und so fort und vielleicht Stamets und der Doktor so ein bisschen zueinander, die Detmar zu ihrem Piloten-Dasein und letztendlich alle versuchen, irgendeine Connection, irgendeine Verbindung zueinander zu finden und das zieht sich durch die ganze Folge durch und so soll es ja auch sein, dass man ein Thema bespricht und das dann auf den Punkt gebracht wird. Mhm. Bleiben wir mal, du hast gerade erwähnt, sprechen wir mal ganz kurz über Detmar. Was hat jetzt schon? Das war alles? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Sie war angepisst, weil Stamets, weil sie der Pilot ist und nicht die entsprechende Würdigung gekriegt hat? That's it? Ja, da habe ich mich gefragt, fühlt man sich so, weil man von Discovery was anderes erwartet? Oder weil sie es nicht gut rübergebracht haben. Ich meine, in dieser Staffel versuchen sie das ein bisschen anders zu machen, ein bisschen mehr trackiger, ein bisschen mehr auf die einzelnen Personen drauf einzugehen. Wenn sie es so gemeint haben, wunderbar. Aber durch die Historie von Discovery haben die uns ein bisschen auf eine falsche Fährte geführt, weil eigentlich alles, was bisher irgendwie schiefgelaufen ist, war mit irgendeiner Manipulation oder mit irgendwem im Hintergrund, der die Strippen gezogen hat, verbunden. Jedenfalls mit irgendeinem Gegner in irgendeiner Art und Weise. Und deshalb haben wir ja auch vermutet, weil sie auch die Computerteile hier an der Seite hat, dass zumindest irgendwie Control da wieder mit reinspielt. Dass es am Ende nur PTSD war und die alle doch nicht damit so klargekommen sind, dass die diese Riesenentscheidung
gemacht haben. Das kam, wurde vorbereitet, aber man hat die Vorbereitung nicht so als Vorbereitung darauf gesehen. Ja, eben. Und das ist genau das. Da sind wir wieder diesen wir haben es in der ersten Staffel von Discovery schon mal erwähnt. Ich glaube, in der zweiten auch nochmal. Eigentlich ist jeder Hinweis, von dem wir denken, dass er ein Hinweis ist, ist kein Hinweis. Es ist einfach nur aus Versehen da drin. Wenn bei Control die Nanobots grün sind, dann hat das mit den Borg überhaupt nichts zu tun, sondern einfach nur, weil sie halt grün sind. Ja. Nein, aber und das meine ich, das muss man jetzt diese Staffel beobachten, ob das ähnlich, ob das wieder so läuft oder ob sie daraus gelernt haben und wir uns mehr auf so charaktergetriebene Momente wie bei Detmar vorbereiten müssen. Ich fand immer noch, dass das ganze, der ganze Streit, der da aufgebrodelt ist, und bisschen sehr aus dem Nichts kam. Klar hat man vorher gesehen, wie die im Stress zusammen gearbeitet haben, aber so hoch war der Konflikt doch gar nicht gebrodelt, dass sie so einen Ausbruch bei dem Dinner haben müssten. Ich fand das mit dem Dinner eine wunderbare Idee. Wir haben diese Art von Zusammenkunft ja auch in allen anderen Serien immer gehabt. Denken wir an die schiffgetriebenen Serien, wo zumindest die Führungsriege immer zusammen gespeist hat, so ungefähr. Das hat hier ja gut funktioniert, aber dass die sich dann plötzlich so gestritten haben und plötzlich dieser Ausbruch von Detmar kam, bisschen out of left field. Ja, wie gesagt, sie begibt sich ja, wird auch im Chat gerade geschrieben, natürlich in Behandlung, das hatte ich ja auch in meinem Recap gesagt, aber so wie halt Detmar 2 Folgen lang inszeniert wurde, dachte man, das ist jetzt halt ein bisschen mehr als einfach nur, sie ist beleidigt, dass sie jetzt nicht im Mittelpunkt steht und hat halt ein Trauma hinter sich, wie alle anderen natürlich auch. Weil wir sie ja auch vorher gar nicht wirklich kennengelernt haben und nicht wissen, dass dieser Charakter so viel auf seine Pilotenkünste, auf ihre Pilotenkünste gibt. Genau, das war mir völlig neu, dass sie da so die, glaubt, die Oberpilotin zu sein oder ist von mir aus auch, ja. Also es wird halt so nebst. Ja. Da darf sie ja sein, aber dann zeigt uns das vorher doch einfach. Ich meine mich sogar daran erinnern zu können, dass es in einer der Folge der ersten oder zweiten Staffel, dass sie sich da als Pilotin so überhaupt nicht gut anstellt und irgendwie von Michael abgelöst wird oder von George oder irgendwie so, ich meine mich daran zu erinnern. Oder sie kann irgendwie so eine Berechnung nicht richtig machen, irgendwas war da doch mal, wo sie irgendwas berechnen sollte und sie kriegt es irgendwie nicht hin, irgendwie sowas. Und also das war halt ein bisschen, okay, ich meine, sei es drum. Ja. Und dann. Und dass Tilly und Stamets sich so plötzlich gegeneinander aufreiben, Stamets war eigentlich immer schon so ein klein bisschen Arsch gegenüber seinen Untergebenen, wenn er gerade nicht gut drauf war, aber dass das dann so übergekocht ist, habe ich auch nicht direkt verstanden. Ja, es sollte halt signalisieren, wir haben alle Stress. Ne? So. Wir haben alle Stress. Ja, das habe ich verstanden. Haben sie dir auch ins Gesicht gedrückt. Das haben sie mir auch ins Gesicht gedrückt, ja. Deshalb, also es ist das typische Star Trek-Thema, wo irgendwas theoretisch lange gebrodelt hat und dann bricht es alles aus. Ja. Völlig in Ordnung, deshalb fühlt sich diese Folge auch so familiär an, so bekannt. Nur der Aufbau vorher hat dann doch mehr gefehlt. Wenn wir in diese Richtung gehen, ja. Super, super. Ja, das habe ich mir nämlich so notiert, ne? Ein Track macht noch kein Star Trek, ja? Also frei nach dem Sprichwort. Also von daher muss man jetzt mal hoffen, dass es natürlich auch weiterhin in diese Richtung konsequent geht und das jetzt nicht einfach nur so eine Eintagsfliege war. Ja. Ich möchte noch über eine Sache reden und dann kannst du ja gerne noch mal kurz einspringen, was du noch hast. Es wurde auch übrigens bei Instagram, könnt ihr uns natürlich auch folgen, da haben wir dieses Mal auch ein paar Fragen gestellt und eine wollte ich, weil es sowieso sich deckt und hier auch im Chat schon mal kurz erwähnt wurde, ist denn Space Google Monster jetzt Zora aus Calypso? Ja? Und daran anschließend die Frage, beziehungsweise wo ich so ein bisschen drüber gestolpert bin, nicht, dass die KI wieder kommt oder das Space Google Monster wieder kommt oder ich würde jetzt eher Jarvis, ne? Aber wo ich drüber gestolpert bin, ist, dass der Ruder das einfach so hinnimmt. Ja. Ja. Mach mal eine Ebene 10 Diagnose, den kriegt nicht mal das Ergebnis davon und dann so, oh, okay, die spricht jetzt ganz anders. So, okay. Ja, ja. Jeder halbnormale Sternenflossenoffizier wäre doch wenigstens zur Crew gegangen
und hätte gesagt, Moment, könnt ihr mal hier den Computer überprüfen? Genau, da stimmt irgendwas nicht. Nicht ganz richtig. Ja, also er nimmt es einfach so hin, ja. Und by the way, die Ideen, dann einen freien Tag und ein Essen, ja, das hätte ich ihm auch sagen können. Da brauche ich jetzt keinen, da reicht ein IHK-Kurs in Mitarbeiterführung. Ja. Naja, da brauchst du jetzt, weiß Gott, nicht das Wissen der gesamten Universum. Cisco, Janeway und Archer und Picard hätten das so aus dem Ärmel geschüttelt, wären da selber drauf gekommen. Ja. Ich verstehe, dass sie die Calypso, dass sie die KI einführen. Ich finde es auch ehrlich gesagt gut, dass sie die jetzt irgendwie reinbringen. Und das macht ja auch Sinn mit diesen, wie viele Jahre? Die war 1000 Jahre in der Zukunft. Oder? Ja, aber und ich habe vorhin noch mal die Calypso-Folge geguckt. Ja. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist die Calypso-Folge 1000 Jahre nochmal on top. Ach, nochmal on top. Okay. Nochmal on top. Ja. Weil sie sagt, wie lange bist du schon alleine? Seit knapp 1000 Jahren. So, und wenn jetzt gerade anfängt, die Zora sich zu entwickeln, dann sind das nochmal 1000 Jahre on top. Ja, und erklärt wurde es ja damit, dass wir immer noch die Daten von der Sonde haben. Von dem Planeten oder was das nochmal war und die sich jetzt mit dem Computer verbunden hat. Ist eine gute Erklärung, gibt denen sicherlich auch einen gewissen Vorteil gegenüber der Zukunft, weil wir müssen ja immer noch bedenken, dass die mit einem antiken Schiff mit einer sehr wertvollen Ware in Feindesgewässer rumschippern. Ja, absolut. Der Chat spekuliert schon drüber, ob die Georgiou vielleicht dann die Discovery samt Zora klaut und flüchtet in ihre eigene Timeline und lässt dann die Zora 1000 Jahre warten, damit sie die Crew im Staffelfinale wieder ins Schiff landen kann. Ja. Also ich bin mal wirklich gespannt drauf, weil wir haben ja, das haben wir in der letzten Folge schon adressiert, wir haben ja immer noch das Problem, dass wir Georgiou wieder zurück in die Sektion 31-Serie kriegen müssen. Ja, und letztendlich, also die Zeitreisengeschichte, die wird ja noch nicht ganz aufgebraucht sein, dadurch, dass ja Burnhams Mutter immer noch irgendwo ihre Basis haben muss. Ja, da fällt mir aber bezüglich Georgiou noch einen Moment mal. Die machen das anders. Weißt du, wie die das machen? Die nehmen nicht Emperor Georgiou, sondern die nehmen einfach Captain Georgiou und erzählen die Geschichte pre-Discovery. So machen die das. Also die ursprüngliche Georgiou. Genau, die nehmen einfach die ganz normale Original, nicht Mirror Universe Georgiou und erzählen mit Michelle Yeoh als Schauspielerin einfach mit ihren Sektion 31 Serie. Und das hat sie halt gemacht, bevor sie Captain wie heißt die Shinzo oder wie der blöde Schiff wurde. Ja, aber nee, das glaube ich nicht. Da werden wir ja wieder in der Prä-Kirk-Ära. Und das hat ja Strange New Worlds jetzt übernommen. Ja, und dann gibt es Crossover damit. Nee, ich glaube, die werden schon Emperor Georgiou dafür nehmen, weil die denken, das ist ein sehr geliebter Charakter. Ich meine, letztendlich, ich mag die Michelle Yeoh, die macht das wunderbar und die ist auch immer noch eine der charismatischsten Leute, die da unterwegs sind und einer der fähigsten Leute. Ich glaube schon, dass sie haben es ja auch angeteasert mit ihr. Sie haben es ja auch indirekt angeteasert. Ist nur die Frage, wann sie es machen. Ja, war jetzt so eine Idee, die mir gerade eingefallen ist. Ansonsten tut sich irgendein Wurmloch auf und sie fällt halt rein. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie mit der Zeitreisetechnologie von Burnhams Mutter zu tun hat und vielleicht dann gleichzeitig auch mit dem myzelen Netzwerk. Weil ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht die Lithium nie wieder ganz hergestellt wird. Oder das Problem nie gelöst wird, dafür aber natürlich der Sporenantrieb das wichtigste Reisemittel in dieser Zukunft sein wird. Ja, da bin ich vor auch allen Dingen, weil die ja ein alternatives Interface jetzt dafür suchen. Ja, das ist natürlich auch so in your face, weil da hat sich da kannst du den Writers Room die Verzweiflung geradezu spüren. Ja. Verdammt, wir haben nur einen, der das Ding bedienen kann. Das heißt, der wird immer im Mittelpunkt stehen. Wir haben aber vorher ewig rum erzählt, dass er das gar nicht ewig machen kann, weil sonst verreckt er uns irgendwann. Verdammt, ja. Wir brauchen jetzt irgendwie dunkle Materie. Ja, mit dunkler Materie kann man halt alles machen. Ja. Ist ja auch okay. Ja. Prove me wrong. Ja. Also von daher, gut, soll es eben so sein. Ja. Was hast du denn noch so auf dem Zettel?
Ich hatte mich gefragt, also die Trill haben wir ja zuletzt bei DS9 gesehen, da wollen wir nicht drüber reden. Kleines Detail, die Fische auf dem Trill-Planeten, haben wir die schon mal in der Art gesehen? Oder wurden die, ich frage mich, ob die zumindest von einer der Dexes bisher mal erwähnt worden sind. Du meinst diese fliegenden Fische oder diese ja, Bären in dem Planschbecken? Die fliegenden Fische, die da dann aufsteigen aus dem... War früher kein Budget für da. Ja, klar, war früher kein Budget für da, aber das sowas hat ja TNG oder DS9 dann auf der Tonspur gemacht. Da haben die davon erzählt, wie schön das und das auf dem Planeten ist. Mhm. Da habe ich mich gefragt, haben die das jemals erwähnt? Ich glaube, Dex erwähnt, dass eigentlich der Planet lila schimmert, aber egal. Ja, gut. Dann... ich habe noch nie Haikus verstanden und ich glaube, ich werde in meinem Leben auch noch nie Haikus verstehen lernen. Ja, das fand ich auch so komisch, vor allem, weil dann alle so zack welche aus dem Ärmel geschüttelt haben. Ja, so, okay. Ja. Das fand ich nett, aber wie gesagt, ich verstehe Haikus einfach nicht. Ich muss mich vielleicht mal in das Thema reinarbeiten. Visuell war es natürlich alles, also visuell ist diese Staffel über alles erhaben. Ja. Das ist schon krass, was wir da zu sehen bekommen. Keine IKEA-Lampen bisher. Keine IKEA-Lampen bisher, aber wir hatten ja die Rechnerflachkabel schon lange. ja. Stimmt. Und dann. Nö, das war's so eigentlich. Über die Pools haben wir geredet, über Trill haben wir geredet. Was schätzen wir denn, wen wir alles noch sehen? Also, die Vulkanier werden wir auf jeden Fall sehen. Dann wird's, also wir werden wahrscheinlich in den Gründungsmitgliedern der Föderation rumfliegen. Die Andorianer werden dann sicherlich als einer der nächsten Folgen kommen. Ja. Dann haben wir ja eine Folge, wie gesagt, hatte ich vorhin erwähnt, Unification Part 3, also Teil, die spielt ja auf Wiedervereinigung an, also die Folge aus TNG, wo Picard auf Spock, auf Romulus trifft und man eben versucht, eine Wiedervereinigung zwischen Vulkan und Romulus herbeizubringen. Und ich bin gespannt. Also auf der einen Seite freue ich mich irgendwie da drauf, auf der anderen Seite habe ich schon wirklich Schiss davor, weil gerade diese Doppelfolge ist kanontechnisch halt ein ganz heißes Eisen. Ja, das kannst du ganz schön verkacken. Oder es ist halt einfach wieder nur irgendwie ein Red Herring, der zu nichts führt. Das kann natürlich auch sein. Ja, also ich glaube auch, dass man jetzt so Bit by Bit die Nummer hier durchgeht. Sie kommen jetzt wahrscheinlich zu irgendeinem relativ abgealfterten Föderations-Headquarter an, die halt noch so ein paar Reste da irgendwie beherbergen. Meinst du, vielleicht haben wir es ja auch so wie die geheime Rebel-Basis, die sich seit 100 Jahren wieder aufgebaut hat und nur darauf wartet, dass sie vielleicht den Dilithium-Drive wieder aktivieren kann? Ja, aber die Schiffe sind ja alle kaputt. Ja, die hatten ja 100 Jahre Zeit. Sie hatten auch 800 Jahre Zeit, sich was anderes zu überlegen, als mit Dilithium-Pflegen. Haben sie auch nicht gekriegt. Ja. Was haben wir denn nächstes? Also gucken wir mal die Folgentitel vielleicht durch. Die nächste heißt Die Trying. Okay. Was könnte das hinweisen? Naja, da also wird vielleicht irgendwie die Versuche der Sternflotte gezeigt, irgendwie anders zu kommunizieren und zu fliegen. Es ist ja, was ja auch komisch ist, das hat mir noch keiner erklärt, lieber Chat, vielleicht könnt ihr uns das erklären, weil ich habe es irgendwie nicht mitgekriegt. Okay, Dilithium, Haken dran, ist weg, kaputt, können nicht mehr fliegen. Okay, aber was ist denn mit der interstellaren Kommunikation? Warum ist die denn weg? Hat die auch was mit Dilithium zu tun? Naja, die haben ja gesagt, Subspace wurde zumindest in Teilen zerstört. Ja, zwei Lichtjahre, nochmal, das ist nix. Ja, wer weiß, vielleicht gab es ja andere Situationen, was dazu geführt hat. Oder vielleicht ist dadurch das ganze Netzwerk zusammengebrochen. Wer weiß es. Aber da könnte ich mir vorstellen, also sonst würden die ja miteinander kommunizieren in irgendeiner Art und Weise. Ja, ich meine, der Chat schreibt gerade, Limmack Erde isolationistisch, Trill isolationistisch, was wird dann wohl mit Andoria sein? Naja, ich schätze mal, wenn man davon ausgeht, dass Star Trek einfach immer irgendwie ein Spiegel der Gegenwart sein soll,
dann geht man hier im Prinzip voll die America First Nummer, ja, und transportiert das halt eben, ja. Ja, aber kollidiert ich glaub, halt wieder mit dem Utopie-Gedanken, dass ja eigentlich diese schlechten Eigenschaften immer von der Föderation weggehalten und auf andere Völker und Spezies projiziert worden sind. Mhm. Aber gut, okay, es ist wie es ist. Übrigens, auch ein nettes Detail, Folge 3 war Jonathan Frakes wieder an der Regie dran. Ja. Der ist noch einmal dran in Folge 8, die The Sanctuary, quasi die Zuflucht. So ein bisschen. Also ich glaube schon von den Episodentiteln, die ich mir gerade so durchlese, führt das leider wieder zu irgendeinem, zu einer großen Auflösung und einem Widerstand oder einer Möglichkeit, Dilithium doch wiederherzustellen, weil wenn wir uns die Episodentitel Scavengers, Unification, The Sanctuary ist sehr bedeutungsschwanger, immer wieder Terra Firma, The Citadel, Citadel heißt ja auch dann irgendwas ganz, ganz Wichtiges. The Good of the People, also ist schon für und dann Outside. Also sind schon sehr bedeutungsschwangere Titel, die eher wieder in die Richtung serielles Erzählen und große, große, große Auflösungen hindeuten. Glaubst du denn, dass wir in dieser Staffel jetzt eigentlich noch irgendwie so einen Villain kriegen? Ich glaube da ehrlich gesagt gar nicht mehr dran. Also dieser Sarah wird nochmal irgendwann kommen, okay. Und wie Kai aus der Kiste wird plötzlich irgendeiner kommen, den Michael und Book halt mal angepisst haben. Ja, das wird so auch so, peng ist der halt dann da. Aber so ein Staffelbösewicht oder so eine Staffelbedrohung, ich meine, ich finde es ehrlich gesagt mal ganz gut, wenn es nicht immer, also wenn es nicht immer gleich ums Ganze, es geht schon ums Ganze, aber mal ohne jetzt irgendwie so einen lächerlichen Countdown, weißt du? Ich glaube, es wird auf so einen Countdown hinauslaufen. Ich glaube, was allein die Folge mit dem Titel Scavengers sagt, uns werden die Leute wie der Sarah nochmal betreffen. Und es wird, entweder wird er der Big Bad sein, sich als Big Bad offenbaren oder irgendwer, der sein Boss ist, am Ende vielleicht für irgendeine Organisation, das kann ich mir schon denken, dass das passieren wird. Ja, der Chat schreibt gerade, ich wünsche mir ein Universum, wo Riser möglich ist und nicht alle so abgegrenzt sind. Ja, ich gehe mal davon aus, dass die meisten Riser einfach nur wollen wegen, wie heißt das, Yamaharon? Was du gerade noch gesagt hast, das hat mich erinnert an eine Notiz, die ich in der Tat noch hatte. Aber das habe ich schon am Anfang so ein bisschen erwähnt. Das hat auch diese Zusammenfassung, diese erste Videomontage mit Michaels Ja in der neuen Welt gezeigt. Mhm. Discovery sollte wirklich mehr zeigen und weniger sagen. Hier ist es so, die erzählen jetzt davon, was sie Tolles gemacht haben. Und erinnerst du dich noch daran und lass uns machen, wie wir es da und da und da gemacht haben? Ich fürchte aber, diese Backstories werden nie aufgefüllt werden oder die machen trotzdem nochmal wieder eine Spin-off-Serie dafür. Erfahren, nicht sagen. Ja, das kriegen die aber nicht mehr auf die Kette. Also das bei Kurtzman wird es nie Show, Don't Tell geben. Vergiss es. Das kriegen die nicht mehr auf die Kette. Wer mehr zu Show, Don't Tell hören möchte und warum wir da große Freunde sind, der kann mal in die letzte Folge unserer Besprechung von The Mandalorian reinhören. Die folgen nämlich dem Prinzip von Show, Don't Tell. Und da gibt's ganz, ganz tolle Beispiele, gerade in der ersten Folge, wie das dann eben auch wunderbar funktionieren kann. Und hier leider, das kriegen die nicht mehr rein. Das ist also das haben sie jetzt 4 Staffeln nicht hingekriegt, das wird nichts mehr. Das haben die nicht, keine Ahnung, haben die nicht kapiert. Ja. Frag mich nicht warum. Abgesehen davon wiederhole ich immer noch mal das, was ich eben auch gesagt habe. Discovery, deutliche Verbesserungen dieser Staffel. Nach 4 Folgen bin ich noch nicht abgeschreckt. Auch wenn wir wieder viel Nitpicking machen, was in unserer Natur liegt, waren es 2 sehr schöne Episoden, gerade die 4. Episode. Und wenn es so weitergeht, gerne. Ja. Ja, also an der Stelle, wie gesagt, auch nochmal für alle, die da vielleicht jetzt auch durchgehalten haben, hier im Chat natürlich sowieso, aber auch alle, die sonst eher kritisch mit uns umgehen,
wir wollen es ja mögen. Es macht es halt uns einfach nur sehr schwer. Ja? Und ich stelle mir halt immer wieder die umgekehrte Frage, wie kann man das alles ausblenden, was da so jahrelang an Unsinn halt war. Das kriege ich nicht in meinen Kopf rein. Aber gut, so ist es eben. Und es ist ja jetzt zumindest wirklich was, was einhellig jetzt durchging, dass es also wirklich so rumging, dass also wirklich diese Folge jetzt wirklich richtig gut war. So, ich denke, wir haben zu der Folge alles gesagt. Wir danken natürlich auch dem Chat an dieser Stelle. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich würde sagen, in 14 Tagen hören wir uns an der Stelle hier wieder. Ja, merkt euch also schon mal, Montag 21 Uhr in 14 Tagen. Und wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Abo da. Oder erzählt euren Kumpels davon. Abonniert in eurem Podcatcher die Track Nerds bzw. Nerdizismus. Und wir freuen uns natürlich über den Chat hinaus noch auf Feedback an die 01525 964 7709. Oder per Telegram oder per WhatsApp oder per Sprachnachricht. Allerdings hat irgendjemand angerufen und auf die Mailbox gequatscht. Das ist aber eine Prepaid-Karte ohne Guthaben. Ich kann das leider nicht abhören. Also bitte bleibt das nächste Mal oder schreibt uns eine WhatsApp oder schickt uns eine Sprachnachricht. Ja, an diesem Sinne also vielen Dank auch, dass ihr im Chat so fleißig dabei wart, dass ihr zugeschaut habt. In 14 Tagen, einen Montag, 21 Uhr, sind wir dann wieder für euch da. In diesem Sinne auch an all unsere Hörer aus dem Podcast jetzt. Euch noch einen schönen Tag, Michael, dir noch eine gute Nacht und dann hören wir uns in ein paar Tagen wieder. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Des Podcast-Imperiums.